Wir haben heutzutage diese schräge Vorstellung oder dieses Schwarz-Weiß-Bild von Muslimen und unter den Muslimen, die immer noch kategorisiert. Ich habe schon einmal gesagt, wenn du eine Schwester sehen würdest ohne Kopftuch, dann würde es den meisten Menschen schwerfallen zu sagen, das ist eine praktizierende Schwester. Das sind so die Kriterien, die wir im Kopf haben. Hauptsache bei den Muslimen ist, sie gehen auf diesem Weg weiter. Du hast welche am Anfang, du hast welche am Ende, du hast welche in der Mitte. Du hast welche, die gehen schneller, es gibt welche, die brauchen mehr Zeit. Diese Kriterien, die wir haben, diese Schwarz-Weiß-Kriterien, wer das und das macht, der passt nicht mehr, der ist nicht mehr auf diesem Weg, das passt nicht. Der Muslim ist derjenige, er geht weiter auf diesem Weg zu Allah. Wo auch immer er gerade ist, wie schnell er sich bewegt, das ist eine Sache zwischen ihm und Allah. Das ist das, was den Muslim auszeichnet. Diese Schwarz-Weiß-Kriterien sind die absolute Katastrophe in unserer Umma. Wir müssen dafür sorgen, dass die Menschen auf diesen Weg kommen. Und wenn sie auf diesen Weg gehen, dass sie ihn weitergehen. Egal, wo sie sich gerade befinden. Mich schreiben manchmal Leute an, ihr wisst nicht, wo die sich gerade befinden. Drogendealer, Gangsterboss, Leute, die ein Bordell unter sich haben und keine Ahnung, wie viele Frauen die auf die Straßen stellen. Und die schreiben mich manchmal an. Er ist elendig weit weg. Das Ziel ist für ihn nur, dass er sich auf diesem Weg macht und den ersten Schritt geht. Dieser erste Schritt. Jetzt mache ich mir gar nicht mehr so viele Sorgen um ihn. Er geht weiter. Hauptsache, er geht auf diesem Weg weiter. Ich sage diesen Leuten, okay, kümmere dich nicht um den ganzen Kram, den du machst. Komm erstmal auf diesen Weg und bete dein erstes Gebet. Eine Woche ein Gebet, mehr nicht. Das ist der erste Schritt. Dieser Mensch ist jetzt auf diesem Weg. Die meisten, die ihn sehen würden, würden denken, es ist die absolute Katastrophe. Er hat mit der Religion nichts zu tun. Er hat aber schon seinen Schritt gemacht hier auf dem Weg. Solange er weitergeht und den nächsten Schritt, das nächste Gebet. Khalas. Das ist unser Ziel. Wir wollen die Menschen motivieren, auf diesem Weg weiterzugehen. Wenn du jetzt auf einer Reise bist, wir gehen zusammen spazieren, wir alle jetzt hier, wir machen eine Tour durch den Wald. Einer von uns fällt hin. Was machst du dann? Helfen. Du gehst doch nicht zu ihm hin und schnauzt ihn an, was machst du auf dem Boden? Ist keine Liegewiese hier. Oder du gehst doch nicht zu den anderen, habt ihr gesehen, der Typ da, meine Güte, hat der sich da langgelegt. Wir müssen nur aufpassen, dass wir das nicht mit den Geschwistern machen, die auf diesem Weg gehen. Die Leute, die hinfallen, helft ihnen auf.